bin Studienbotschafter Marcel von der FHBS. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und bin im 6. Semester. Zurzeit befinde ich mich im Norden Mexikos, um an der Tec de Monterrey mein 2. Auslandssemester zu absolvieren. Ich habe ganz viele Fragen von euch erreicht, die ich jetzt gerne beantworten würde. Als Wirtschaftsingenieur sollte man in den Fächern Physik und Mathematik fit sein. Daneben ist auch ein gutes Englisch wichtig. Du solltest dich für technische und wirtschaftliche Themen interessieren, analytisch vorgehen und auch über den Tellerrand hinausschauen können. Darüber hinaus ist es auch wichtig, sich selbst gut organisieren zu können, um in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren zu können. Grundsätzlich sind Vorkenntnisse aus einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder aus der Schule zum Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Während den ersten 3 Semestern deines Grundstudiums werden dir alle wichtigen wirtschaftlichen Inhalte der Betriebswirtschaftslehre gelehrt, um dich später spezialisieren zu können. Hierüber solltest du dir also nicht zu viele Gedanken machen. Ja, die gibt es. Man braucht eine allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, eine Fachhochschulreife so wie ich, oder eine abgeschlossene fachverwandte Berufsausbildung mit anschließender 3-jähriger fachverwandter Berufstätigkeit. Darüber hinaus wird ein Beratungsgespräch als Immatrikulationsvoraussetzung für Bewerber ohne Abitur benötigt. Außerdem brauchst du ein 6-wöchiges Vorpraktikum, das auf deinen Studiengang ausgerichtet ist, das du idealerweise vor Studienantritt absolvierst. Dies kannst du aber auch noch bis zum Ende des 2. Semesters nachholen. Und als Nichtmuttersprachler solltest du Deutschkenntnisse auf dem europäischen Sprachlevel B2 nachweisen. Für weitere Informationen kannst du hier gerne die FHBS Homepage checken. Es gibt offiziell keine Obergrenze und auch keinen NC für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. In den letzten Jahren lagen die Erstsemesterzahlen zwischen 100 und 200 Studenten. Wenn deine Bewerbung also den Zulassungsvoraussetzungen entspricht, hast du sehr gute Chancen, akzeptiert zu werden. Aktuell wurden noch keine Änderungen an dieser Regel vorgenommen. Wie bisher muss das Vorpraktikum bis spätestens Ende des 2. Semesters abgelegt werden. Studenten, die erst im Oktober das Studieren anfangen, haben jetzt aktuell noch 1,5 Jahre Zeit, das Praktikum abzulegen. Falls sich an dieser Situation etwas ändern sollte, wird die FHBS ein offizielles Statement abgeben. Falls du aber schon jetzt betroffen bist, solltest du dich schleunigst mit den Ansprechpartnern deiner Fakultät auseinandersetzen. Im 4. Semester nach deinem Grundstudium musst du dich wirtschaftlich und technisch spezialisieren. Technisch kannst du dich entweder zwischen Maschinenbau, Mechatronik oder Elektrotechnik entscheiden. Wirtschaftlich gibt es die Bereiche Controlling, Einkauf, Produktion, Vertrieb oder jetzt neu Digital Business zur Auswahl. Falls dir die Sets der Vertiefung nicht gefallen, kannst du auch gerne die Kurse aus den verschiedenen Bereichen kombinieren. Das ist gar kein Problem. Du kannst nämlich wirtschaftlich und technisch auch als Generalist das Studium beenden. Die Möglichkeiten sind hier wirklich endlos. Du kannst später in der Automobilbranche, in der Luft- und Raumfahrttechnik, bei einem Energieversorger, in der Logistik, in der Produktion, in dem Qualitätsmanagement oder auch im Projektmanagement oder vielen weiteren Bereichen arbeiten. Als Wirtschaftsingenieur ist man technisch und wirtschaftlich breit aufgestellt und man hat wirklich sehr gute Chancen, einen gut bezahlten Job zu finden. Es kommt darauf an. Während des Semesters ist es nicht sehr stressig, aber in höheren Semestern, wenn du die Projekte überliest, kann es auch während der Vorlesungszeit mal etwas stressiger werden. Und natürlich, die Klausurenzeit am Ende des Semesters wird dich richtig fordern. Ich persönlich finde, das Wichtigste ist, sich selbst gut organisieren zu können und ein gutes Zeitmanagement zu haben. Checklisten und ein selbst erstellter Lernplan helfen mir, in stressigen Situationen den Überblick zu bewahren. Auch solltest du versuchen, nicht zu lange zu prokrastinieren und rechtzeitig beim Lernen anzufangen. Ein persönlicher Tipp ist, sich nach jeder abgeschlossenen Arbeit, Leistung oder auch nach einer Prüfung, sich selbst zu belohnen mit etwas, was dir gute Laune gibt, um dich für neue Aufgaben neu motivieren zu können. Am meisten Spaß machen mir die Projekte. Normalerweise nehme ich in den Gruppenarbeiten sofort das Zepter in die Hand und versuche, ein guter Projektmanager zu sein. Die Projekte geben mir die Möglichkeit, die gelernten Inhalte aus der Vorlesung direkt praktisch umzusetzen. Zum Beispiel arbeiten wir gerade im Businessplan-Projekt in Mexiko daran,
ein Produkt zu entwickeln, das wir in den städtischen Parks implementieren können, um das Leben der Senioren aktiver und interessanter gestalten zu können. In der Marktanalyse hatten wir Kontakt mit vielen Menschen, die uns sehr interessante Geschichten erzählt haben. Und während der Vermarktungsstrategie konnte ich meine kreative Seite an mir entdecken. Darüber hinaus macht es mir sehr Spaß, mit kleinen Lerngruppen zu arbeiten. Unangenehme oder auch anspruchsvolle Aufgaben können in einer Gruppe meistens produktiver und mit mehr Spaß bewältigt werden. Ja, ich kann es absolut empfehlen. Die Entscheidung nach Mexiko zu gehen war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Du hast die Möglichkeit, ein neues Land, neue Menschen und eine neue Kultur kennenzulernen. Es pimpt den Lebenslauf und auch deine Sprachkenntnisse zu verbessern sich enorm. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich finanzielle Unterstützung für das Auslandssemester zu beantragen. Die FMS hat sehr viele Partner und Schulen weltweit, bei der auch die richtige für dich dabei sein wird. An deiner Stelle würde ich definitiv einen Schritt wagen und ein Semester im Ausland verbringen. Ich bin wirklich super glücklich hier. Das Essen ist sehr lecker und man lernt hier super schnell neue Leute kennen. Man hat fast rund um die Uhr schönes Wetter und auch gute Laune. Die Universität ist riesig und hat ein gutes Lehrsystem. Der größte Unterschied ist, dass es mit den Prüfungen, Hausaufgaben und so gut wie in jedem Kurs Gruppenprojekte gibt. Man hat hier also während des Semesters etwas mehr zu tun, aber wenn du dich gut organisieren kannst, hast du genügend Zeit, das facettenreiche Land zu bereisen. Für mich ist es das Essen. Das Essen ist tatsächlich doch komplett anders, als man es in mexikanischen Restaurants in Deutschland bekommt. Auch für Personen, die nicht scharf essen, gibt es hier zahlreiche Optionen. Da neben dem Studium, das Kochen meine große Leidenschaft ist, konnte ich schon einige Rezepte für mich hier entdecken. Ob Quesadillas, Tortas oder Tacos, es gibt wirklich kaum etwas, was mir nicht schmeckt. Und Fun Fact, Burritos sind nicht mexikanisch, sie sind texanisch.